Was kann ich gegen X-Beine beim Laufen tun? Deine Knie stoßen beim Laufen immer wieder aneinander, dann hast du ein X-Bein. Die Engländer sagen übrigens Knock-Knees dazu, weil die Knie immer wieder aneinander klopfen. Dabei muss man keine Beschwerden haben, aber oft treten Schmerzen an der Kniegelenksinnen- oder Außenseite auf und es kann auch zu Überlastungen im Hüftgelenksbereich kommen. Ich zeige dir, wie du solche Beschwerden sicher verhindern kannst. Wichtig ist zu verstehen, dass die Beinachse sich nicht selbst stabilisieren kann. Die Stabilität der Beinachse wird durch das Hüftgelenk und durch das Sprunggelenk gesichert. Wir müssen also die Hüftabspreizer trainieren, die das X-Bein verhindern, und die Muskulatur auf der Knöchelinnenseite, die den Fuß stabil hält. Übung Nummer 1. Training der Hüftabspreizer mit dem Loopband. Du führst seitliche Monster-Walk-Bewegungen durch und legst eine Strecke von etwa 5 bis 10 Metern etwa 10 Mal zurück. Übung 2 ist das Training der Fußmuskulatur. Diese kannst du auf dem Stabilisationstrainer hervorragend trainieren. Übe barfuß mit beiden Beinen einzeln für jeweils 3x eine Minute die Stabilität deiner Füße. Du kannst die Übung erschweren, indem du vor und hinter dem Pad auftippst oder indem du mit dem Spielbein 18 malst. Mit diesen Übungen läufst du künftig mit gerader Beinachse. Schneller, leichter, schmerzfrei mit dem Running Dog.